So, willkommen zurück zu Lemmings, hier im Main Menu. Ja, schau mal hier. Ah, das war früher schon so ein Spaß. Da hat man sich immer alle Codes mitgeschrieben. Ich habe hier tatsächlich gerade rechts ein Video offen von mir selbst. Von der letzten Folge. Ich hoffe, das ist ein F. Ich kann das... Okay, gut. Scheint zu gehen. Ja, habe ich es eingegeben, jetzt muss ich wieder F1 drücken für One Player. Wunderschön. Ja, also wie gesagt, das ist ein Riesenspaß. War es früher auch schon. Am besten noch, wenn man nicht richtig erkennen konnte, ob das eine 0 ist oder eine O. Entweder wegen dem Spiel. Oh, das habe ich jetzt nicht clever gemacht, ne? Geht das so? Nee, ne? Oh, hä? Das habe ich auch noch nie gesehen, dass der in eine andere Richtung dann baut. Okay. Ich war gerade doof, sorry. Erstmal wieder reinkommen. Neue Aufnahme und so. Ich hätte die ganzen Stopper anders setzen sollen. Ja. Dann hätte ich das ganze Problem nicht. Einfach einer hier. Und du kannst mal hier anfangen. Und dich muss ich nur rechtzeitig stoppen lassen. Und ob sie deine Grube hier gräbt, ist dann auch egal, weil Hauptsache hier kann ich dann wieder mich nach oben bauen. Mit dem hier. Das sieht doch gut aus. Klar, dreh erstmal rum, mein Freund. Natürlich, die zwei Pixel, die waren dir zu viel, ne? Am Ende deiner Schicht. Ja, ansonsten ist das Spiel ein bisschen... Also das Spiel selbst ist ja cool, ne? Aber als YouTuber ist das Spiel furchtbar. Wir haben das Spiel, das hat eine Auflösung von 320x200. Oder wenn man es mit Double Scan macht, das war für so ein Modus, bei dem jede Linie zweimal abgefahren wurde, damit die Scanlines nicht so dick sind. Ja, mit Double Scan ist es 640x400 und das Menü ist 640x350. Ich bin nur am Schneiden. Ich glaube, die erste Folge waren so 40 Schnitte oder sowas. Nee, das reicht nicht, ne? Doch, es reicht gerade so. Ja, immer wenn beim Übergang vom Spiel zum Menü und vom Menü zum Spiel, dann schneide ich. Müsste ich eh. Und jetzt erst recht, nachdem ich hier die ganze grafische Verschönerung gemacht habe. Aber ja, ist ein Albtraum für jeden Content Creator, ne? Und früher war das egal. Da wurden halt einfach die Pixel ein bisschen zusammengeschoben. Automatisch ins 4:3 Format. Da war das alles nullo problemo. Sieht man hier auch, wenn man ganz genau hinguckt. Warte. Okay, ich muss erst hinhören nach dem Geklacke. Ich lass mal buddeln, dann rede ich weiter. Ja, buddel mal, Junge. Dass das Plus hier nicht genau symmetrisch ist. Das ist in dem Stückchen hier breiter als in dem hier. Weil das früher zusammengeschoben wurde. Wenn ich dich jetzt boxen lasse, boxe in die richtige Richtung, nicht wahr? Das habe ich schon mal falsch rum gemacht, ne? Das habe ich schon mal genauso gemacht. Und dann ging es nicht auf. Ich weiß gar nicht, wie tief die fallen können, die Kerlchen. Warte mal, ich kann ja hier. So ist doch besser. So habe ich auch mehr Zeit zum Klicken. Außerdem kommen wir noch so ein bisschen tiefer. Das ist schon okay. Zack, und jetzt bitte anfangen. Genau. Das geht, oder? Ja. Ich beobachte das vorsichtig. Das ist okay, ne? Ja, zack. Ja, ist doch wunderschön. Ja, das hier müsste funktionieren, ne? Ich will nicht den Falschen in die Luft jagen. Das würde mir jetzt noch fehlen. Oh, ist noch gar nicht alle draußen, oder wie? Na, dann macht mal hin, Jungs. Wir haben doch keine Zeit. Alles klar, schon. Ja, das ging ja ganz gut hier, ne? Mit dem hier. Ihr sterbt nicht, oder? Das würde mich sehr wundern. Ja, genau. Ich hätte mich theoretisch in zwei Stufen runtergraben können. Hier nochmal ein bisschen nach unten, ne? Und von hier aus eine Brücke schlagen. Vielleicht fürs nächste Mal, wenn es ein bisschen höher ist.
Aber das läuft. Boing, 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 boing. Schön, schön. Ja, wieder ein schöner Code. Schreib bitte mit, lieber Zuschauer. Lemming Sanctuary Inside. Ein Lemming Sanctuarium. Ach, hier wieder die coole Mucke. Wie haben sie sich das gedacht? Gar nicht, ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich das so gedacht haben. Und dass man dann hier nochmal eine Brücke drüber bauen muss. Das reicht, oder? Ein Pixel? Okay, ein Pixel zu wenig. Ich habe gedacht, der stößt ja auch am Kopf. Also ich muss ja echt ganz schön genau bauen. Bei dem Stückchen hier. Naja, ich hätte ihn vielleicht doch am Kopf stoßen lassen. Gut wäre gewesen. Ich wollte das Risiko eingehen. Ah ja, genau, da fehlt ein Pixel. Naja. Hätte ich mal genau hinschielen sollen. Kann ich noch ein bisschen schöne Musik genießen. Das ist auch völlig in Ordnung. So, Freundchen. Genau, mach's mal ordentlicher. Nicht so schnell, halt. Oh, oh. Shit, was habe ich den aus? Ach, Mann. So ein Kack. Geh da weg, Junge. Ach, mein Zuschauer. Ich habe mich verklickt. Schöner Scheiß. Hab ich schon erwähnt, dass ich mich müde bin. Ich habe vorhin Sport gemacht und es ist schon um 11. Jetzt habe ich gedacht, ah, naja, gut, das ist schon ewig nicht aufgenommen. Sonst kommt's ja nie voran. Mach's halt trotzdem. Und das kommt dabei raus, lieber Zuschauer. Wenn ich nicht 100% bin, weißt du, dann wird das hier nix. So, aber jetzt. Der Rest ist ja egal, der ist nicht so schwer. Aber diese eine coole. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich hier die F-Tasten benutze bei sowas hier. Das ist sonst zu... Zumal es ja auch nur wirklich nur 12 FPS sind, ne? Selbst die Maus. Nein, ich hab... Das muss ich rausschneiden. Das muss ich rausschneiden. Das verlassen alle meinen Kanal. Gleich deabonniert. Ach Mensch. Ich wollte gerade sagen, dass die Maus auch nur 12 FPS hatte. Das merkt man halt. Das war bei Dune 1 nicht so. Da hat die Maus schöne 70 FPS. Ich kann es schon nicht mehr hören. Scheiß Musik. So, du hast ja hier ruhig bleiben. Und du bau. Bau um dein Leben, mein Freund. Das reicht wieder nicht, ne? Bau ja weiter. Das machen wir nicht nochmal. Ja, hat sich halt am Kopf gestoßen, aber ich vermute mal, wenn er zurückläuft und wieder her. Müsste eigentlich drüber passen. Ganz genau. Auf den Pixel genau. Nicht wahr? Jo. Ich blicke gerade, wie ich am besten bauen muss. So geht, ne? Ja. Wir haben ja auch mehr als genug zum Bauen. Gibt's sonst eigentlich was in dem Level noch? Nee, ne? Nö. War der Programmierer mal wieder faul. So, dreh mal rum, mein Freund. Und dann machen wir hier weiter. Oh, oh, ich hoffe, ich habe nicht zu früh angefangen. Oh, oh. Das wird echt knapp. Komm schon. Oh, auf den Pixel genau hat's gepasst, ja. Ja, sonst wäre er nämlich hier oben festgehangen, ne? Der Kerl. Ich mache es genau anders, fange ich ein bisschen früher an. Das ist auch ein bisschen gemein hier mit der Ecke. Schön, schön. Baugenehmigung haben wir.
Baugenehmigung haben wir nicht, wir machen es einfach trotzdem. So ist wahrscheinlich richtiger. Das sieht wunderschönstens aus. Schau dir dieses Treppwerk an. Herrlich. Und das Ähnliche muss ich hier nochmal hinzimmern, ne? Puh. Aber auch da mache ich es ganz ähnlich. Ich fange schon ziemlich früh an. Das müsste gehen, ne? Du kommst vorbei. Ja. Geht. Das mache ich anders. Der dreht jetzt zwar rum, ne, hier, aber andere Lemmings, die von unten kommen, die würden dann einfach hier weiterlaufen und dann wär Schicht im Schacht. Deswegen mache ich das ein kleines bisschen anders vielleicht. Ich muss hier auch wenigstens irgendwie dicht machen und dann, keine Ahnung. Ja, genau. Ich lasse ihn jetzt hier drüber springen und dann mache ich hier noch fix dicht. Und dann, ne, Safety first. Wie gesagt, wenn ich hier einfach nur das Stückchen, der ist umgedreht, ne, baue ich hier weiter. Dann kommt der ganze Schwarm von unten und fällt hier einfach nur hier unten durch und ist dann, ja. Ich meine, würden dadurch nicht sterben. Einfach nur festhängen würden sie. Aber so ist schon besser. Wir sind auch schon auf der safen Seite hier, ne. Die können schon mal loslegen. Hat er sich gerade an der anderen Treppe gestört, oder wie? Mhm. Ach, hier schon wieder die Sachen mit dem Stopper. Gut. Ja, wie gesagt, wenn sie jetzt hier runterfallen, ist ja eigentlich egal. Außer, dass sie mir im Weg sein könnten. Ja, wie das hier pixelgenau aufging. Das war schön. Da habe ich ein bisschen geträumt, ich hätte hier schon anfangen sollen vielleicht, oder? Oder? Sag mal. Nee, ne? Ist egal. Ich bin zu selbstkritisch. Nein! Auch noch in die Menge rein, ach Mann. Naja. Ich habe eigentlich gedacht, da setzt noch einen Stein. Hätte nicht gereicht, aber vom Timing her hätte ich dann geklickt. Quack, 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 quack. Muss ich einen Moment warten. Naja, wenn der erste in den Stein setzt, dann ist auch okay. Dann kriegen wir das schon hin. Nervt nur ein bisschen, wenn hier der ganze Teppich da ist. Na komm mal her, mein Freund. Jetzt mal genau hier einen Stein hin. So, machen wir hier dicht. Und dann, ja, du genau, bau mal bitte. Ja, solange sie nicht da unten reinfallen, ist eigentlich Boogie, ne? Sollte ruhig herumwuseln. Und damit haben wir es. Naja, es war halt mit kleineren Hindernissen hier. Haben sie ja noch hingekriegt. Hast du fein gemacht. Und da kommen sie auch schon alle hier. Sind diesmal immerhin relativ nah dran am Wegbereiter, ne? Da muss ich mir ein bisschen Mühe geben. Dass die nicht immer noch eine Viertelstunde brauchen. Aber pro Viertelstunde brauchen. Unsere Zeit wird doch schon auch immer mal knapp. Ich meine, wir sind jetzt erst im zweiten Schwierigkeitsgrad. Apropos Schwierigkeitsgrade, ne? Falls du dich fragst, welchen Schwierigkeitsgrad wir gerade sind oder welches Level, da ist die Videobeschreibung dein Freund. Da steht sowas drin. Ja, schön. Ach, fein. They just keep coming.
93% müssen wir retten. Okay, ich muss... Muss ich nach rechts? Muss ich nach links? Ist egal. Okay, ich... Hä? Ist das Rätsel so einfach, wie es aussieht? Was ist das da gut? Ich muss da doch gar nicht durch. Hä? Da würde sich doch kein Mensch durchboxen, oder? Ich bin gerade verwirrt, was das Spiel von mir will. Oder schaffe ich das von hier aus nicht? Bis dahin. Ich weiß, selbst wenn nicht, dann mache ich halt hier so eine Wendeltreppe. Schöne Stufenfarbe haben wir diesmal, ne? Ah, okay. Ja, gut. Wir brauchen zwei Blöcke, um einen Block nach oben zu kommen. Aber, stresst mich jetzt gar nicht. Das müsste genau reichen für einmal, ne? Ja. Tja, keine Ahnung. Vielleicht ist das eine Abkürzung. ich bräuchte hier noch einen, ne? Als Stopper. Kann das sein? Ich meine, das kriegen wir bestimmt noch anders hin, aber... Da muss ich mal überlegen, wie wir das am schlausten machen. Du kommst aber bestimmt da drüber. Ich grabe einfach mal eine Runde. Graben einfach ein kleines bisschen. Und dann mache ich mir ein bisschen Platz. Kann ich besser koordinieren. So. Dann bauen wir hier eine Brücke. Wunderbar. Vielen Dank. Und das geht, oder? Lieber Zuschauer. Warte, bis er fast durch ist. Gut, ich habe schon gedacht, er stößt sich am Kopf und dreht rum. Macht er aber nicht. Tja, das ist ja ganz praktisch, dass man hier einfach bauen kann und dann dreht er automatisch wieder rum. So, das war's schon fast, ne? Ich sehe zumindest keine Fallen. Oder anderes gemeines Gedöns. Von daher. Na gut, das Level lief ganz gut, ne? Ich baue einfach weiter. So. Wunderschön. Den Weg hier gepflastert. Ja, hier fehlt ein Pixel. Okay. So, der Pixel ist gefixt. Sorry. War ein Bug. Ach Mensch, das hasse ich. Und manchmal passiert sowas, ne? Und dann liegt hier unten drunter irgendwas. Eine Falle, Lava, keine Ahnung. Und dann hast du den Salat. Wunderschön. Ich werde einfach einen bauen lassen. Kaschblong. Apropos Kaschblong. Wir haben schon auch gegangen. Hier einen Stopper hin. Und dann einfach hier eine Brücke. Und dann wärst du wahrscheinlich auch schon fast fertig gewesen, ne? Alternative Lösungen. Ah, sehr gut, sehr gut. There's a lot of them about. Naja, das machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Ne? Sieht aus wie eins mit zwei Ausgängen. Oder mit zwei Eingängen und einem Ausgang. So ist vielleicht richtig. Zweimal fallen die Lemminge rein und einmal können sie nur wieder raus. Maximale Symmetrie ist angesagt. Das gefällt mir sehr gut. Na gut, bis in die nächste Folge dann. Ciao.